Playlist mit dem besten Rap von heute. Los geht's. Es freut mich besonders. Wir haben heute einen meiner Lieblingsrapper hier am Start. Brandneu mit seinem Tape Steinbock. Der einzig wahre, legendäre Nimo, Alter. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Dankeschön, mein Bruder. Vielen lieben Dank. Mir geht's gut, Gott sei Dank, Bruder. So ein bisschen Struggle ist links, rechts, aber im Großen und Ganzen geht's mir gut. Ja, dieses Album war ja echt ein bisschen Struggle, Alter. Ich erinnere mich, du hast mir das vor Monaten mal in einer Vorabversion geschickt. Genau. Seitdem saßt du mehr oder weniger auf dem Album. Klar hat sich das bestimmt hier und da ein bisschen verändert, aber so der große Teil ist wegen Corona einfach auf dem Rechner geblieben, so ein paar Monate. Wie fühlte sich das für dich erstmal an, Alter, so lange darauf warten zu müssen, deine Musik freizulassen? Bro, das ist ein komisches Gefühl. Ich meine, wenn wir im Studio sind, nehmen wir Songs auf und die fühlen wir. Wir lieben die Songs, ja. Wir feiern die Songs. Und unser größter Wunsch ist es, diese Songs direkt an die Fans zu bringen. Ja. Es ist gar nicht so, dass wir sagen, Alter, lass uns jetzt ein Jahr lang krass Musik machen und am Ende des Jahres schauen wir. Nein, für mich ist es, deswegen hau ich auch so viele Hörproben raus. Ja. Weil ich will es einfach direkt mit den Leuten teilen, weißt du? Ich weiß, normalerweise ist es nicht gut, wenn man zu viele Sachen zeigt und so, aber ich kann nicht, ich muss es einfach teilen. Und somit war es für mich und vor allem auch für Psy sehr, sehr hart, dass es noch länger gedauert hat. Dann haben wir uns ja auch noch dazu entschieden, dass wir die Sachen selber mixen, mastern. Beziehungsweise beim Mastern hat da ein bisschen der HP geholfen, aber den größten Teil hat Psy gemacht. Also da auch einen großen, großen Lob, einen riesen Respekt an Psy, weil es ist ja eigentlich gar nicht sein Ding. Zu mixen und zu mastern, weißt du? Ja, ich meine, es ist sowieso ein Beweis dafür, wie gut die Platte ist, weil die kommt jetzt raus. Die Songs sind teilweise, waren vor einem halben Jahr oder vor 6 Monaten, 7 Monaten ready rauszugehen und trotzdem klingen die heute fresh oder besser gesagt eigentlich, die klingen zeitlos. Merkt ihr das selber im Studio, wenn ihr die Sounds pickt oder wenn du deine Parts schreibst und so? Bei mir ist das Ding, ich will Musik machen. Ich will Musik machen, ich will nicht Rap machen. Natürlich rap ich, größtenteils. Ja. Das ist mein zweites Mixtape. Nach Habibi. Ja. Und ich wollte den Leuten einfach zeigen, Holmes, ich kann es. Ich kann es. Weißt du, was ich meine? Aber ich werde nie wieder Musik machen, die für eine gewisse Zeit ist. Weißt du, was ich meine? Am besten zu beschreiben ist, ich würde jetzt kein Drill machen, weil die Leute gerade Drill machen. Weißt du, was ich meine, Bruder? Ja, verstehe. Ich finde es interessant, dass du das Ding immer noch Mixtape nennst, weil so war die Ansage von Anfang an. Jetzt aber im Laufe der Zeit bis zum Release, Bruder. Also qualitativ ist das natürlich auf Album-Level. Bruder, das ist unsere Qualität. Das ist unsere Qualität. Aber glaub es mir, wenn ich sage, das ist ein Mixtape, dann wartet mal auf das nächste Album ab. Der Unterschied zwischen einem Mixtape und einem Album ist einfach nur die Liebe zum Detail, Bruder. Weißt du, was ich meine? Für mich so die Arbeit, die du da reinsteckst. Das Mixtape ist auf Schnelle entstanden. Wir waren vielleicht eine Nacht lang im Studio, wir haben den Song aufgenommen, Psy hat das Ding einmal arrangiert und wir haben das direkt so genommen. Das wurde genauso übernommen. Ich habe nicht einmal gesagt, nein, Bruder, bitte hier kein Break oder weißt du, was ich meine, hier nicht so. So wie du es machst, so bleibt es. So wie du machst, so bleibt es. So, ich gebe dem Psy auch, wie soll ich sagen, Bruder, das okay von mir aus, mach, entscheide du und es bleibt so, weißt du? So, er ist mein Partner, Bruder, er ist nicht nur einer meiner besten Freunde, er ist mein Partner und so, wenn wir im Studio sind, ist auch so mein Seelenverwandter, weißt du, was ich meine? Ja, ich finde es krass, die Dynamik, die du beschreibst zwischen dir und Psy ist so ein bisschen das, was man so kennt aus Erzählungen zwischen Park und Dr. Dre, weißt du? So fühlt es sich auch an, so fühlt es sich auch an, weißt du, was ich meine? So fühlt es sich auch an, wenn ich mit ihm im Studio bin und wenn wir, Bro, er macht einen Beat an, ich habe eine Topline, ich gehe rein und aus der Topline entstehen 2, 3 Bars und es fühlt sich einfach so magisch an, weißt du, was ich meine? Ich komme einfach raus, ich schrei rum, ich spring rum, wir hören es an, Bruder. So, jeder, der mal mit uns im Studio war, kann das einfach nur bestätigen. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach magisch, Bruder. Es ist einfach magisch. Voll, voll, voll. Er hat witzigerweise nicht nur, dass du natürlich mit einer Leidenschaft, Alter, an deine Delivery auch dran gehst, die man hört, die man so von ganz wenigen Rappern kennt. Weißt du, da fällt mir immer Pac ein, weil Pac ist der Einzige, der mit so viel Herz und Leidenschaft gerappt hat. Ich habe auch mega viele West Coast Referenzen so in den Sounds entdeckt von Psy. Kriegst du das so mit oder ist das so sein Ding, was er da macht, so wo er so Samples dickt und Sachen, die dann so irgendwie kleine so Easter Eggs, die er so einbaut. Das ist sein Ding, wie ich dir gesagt habe, das überlasse ich ihm. Wir nehmen den Song auf, er geht nach Hause, arrangiert das einmal und dann höre ich das Arrangierte an und denke mir einfach nur, du Motherfucker, Psy. Psy, du Motherfucker. Ey, ich erinnere mich, Anfang des Jahres, da hast du mir ein paar Songs geschickt, da war Remember dabei. Da habe ich dir damals, falls du dich noch erinnerst, meinte ich so, ey, ich check irgendwie nicht, warum du die Hook auf Englisch machst.
Jetzt natürlich mit der Zeit habe ich es komplett verstanden. Du hast ein paar englische Referenzen auf deinem Album drauf. Viele Titel sind englisch. Und ich glaube, die Leute haben es auch mittlerweile verstanden. Natürlich die Frau an deiner Seite in deinem Leben, mit der sprichst du Englisch. Das ist wahrscheinlich ein großer Grund, warum dann auch deine Musik hier und da auf Englisch funktioniert, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Also, Bruder, ich habe meine Frau kennengelernt und ich konnte Englisch reden wie ein Fünftklässler, weißt du? So richtig schlecht. Ja. Richtig schlecht. Aber wenn du nur auf Englisch kommunizieren kannst, dann lernst du auch Englisch. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, Bruder. Es ist einfach so ein alltägliches Ding für mich geworden. So manchmal, wenn ich mit jemandem rede, will ich ihm Antworten auf Englisch schon geben. Weißt du, manchmal gebe ich auch Antworten auf Englisch. Das ist so, das ist crazy, Bruder. Viele sagen auch immer, warum machst du auf Englisch? Warum machst du dies? Warum postest du auf Englisch? Ich denke mir, Bro, was zückt dich auf, was ich poste, Alter? Du musst doch unten nur auf Übersetzen drücken und du siehst es doch dann auf Deutsch. Weißt du, ich meine, es ist doch so einfach. Und für die Leute, die es wirklich interessiert, vielleicht kann ich da jemanden bringen, dass er ein, zwei Wörter Englisch lernt, Bruder. Ist ja auch was Gutes dann. Voll, dieses ganze Tape Steinbock, Alter, abgesehen davon, dass es natürlich viel Energie ist, viel persönliche Erzählungen sind, spielt natürlich Liebe auch eine Riesenrolle auf dem Tape, Alter. Also deine Frau ist überall auf allen Songs, an allen Ecken und Enden spürt man so ihren Einfluss raus. Sie ist ja auch auf meinem Cover, Bro. Sie ist ja auch auf meinem Cover. Das ist der Skorpion, ne? Cover. Genau, meine Frau ist der Skorpion. Ja. Meine Frau ist der Skorpion und sie ist die ganze Zeit dabei, Bro. Sie ist die ganze Zeit dabei. Sie geht mit mir durch jede Etappe meines Lebens gerade so. So seit dem Tag, wo wir uns kennen, sie ist 24 Stunden mit mir, Bro. Zum Beispiel bei dem Song Lonely, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Da ist die Thematik, die nur hier kann ich mich aushalten, ohne mich irgendwie zu schämen. Nur hier kann ich echt sein, ohne Begleitung vom Problem. Das ist einmal, im ersten Part ist das fürs Studio bezogen, weil nur dort kann ich mich ausheulen, nur dort kann ich weinen, ohne mich zu schämen. Ich sag ja auch auf dem Song, eine halbe Stunde weinen auf dem Beat. So, und der zweite Part geht an meine Frau, weil nur dort kann ich sein, verstehst du? Ohne mich zu schämen, Bruder. Offen über meine Gefühle reden. Offen über meine Gefühle reden und auch mal die Seele weinen zu lassen. Nun, das ist, Bruder, viele werden das vielleicht nicht verstehen. Ich hoffe jedem, dass er seine große Liebe findet, dass er die oder den Partner seines Lebens findet. Und dann werden die Leute schon Verständnis dafür haben, weißt du? Hier, Bruder, in der Jugend, das ist nicht so cool, wenn man so über Liebe rappt und dies und das. Und aber, Bruder, das ist mir alles scheißegal, weil ich mache, was ich fühle, was ich machen will. So. Ja. Das ist meine einzige Therapie, Bruder. Ich habe so viel Scheiße, die ich jeden Tag sehe, jeden Tag fühle. Alles, was ich habe, ist dieses Studio, weißt du? Und sie. Ja, ich finde es wichtig, weil du sagst gerade, für die Jugend ist das bisher nicht so cool gewesen. Auch für Rapper war das nicht so cool lange Zeit. Weißt du, ich finde es krass wichtig, dass du offen über deine Gefühle rappst, Alter. Gerade für jemanden oder für einen Rapper wie du, der eigentlich Straße ist und kredibil ist, weißt du? Dass er dann diesen Switch macht und sagt, ey. Ich glaube, ich bin der erste Rapper in Deutschland überhaupt, der so hart zu seiner Frau steht, Bruder. Und so hart seine Gefühle nach außen zeigt. Weißt du, was ich meine? Es gibt oder wie leicht dir das fällt, manchmal auf dem einen oder anderen Song einfach Ich liebe dich zu rappen. Weißt du? Das fällt Rapper normalerweise schwer. Ich fühle, weißt du, was ich meine? Weil ich es fühle. Ja. Ich fühle nicht auf einen Song, du Hurensohn zu sagen. Das fühle ich nicht. Weißt du, was ich meine? So. Für andere wäre das natürlich cool. Für andere wäre das cool. Für andere wäre das natürlich, wow, krass, er ist auf Battle-Rap. Bruder, das ist nicht mein Ding. Es gibt Leute, die machen das sehr gut. Die sind noch erfolgreich damit, aber Bruder, das ist nicht mein Ding so. Ja, es ist so schon beeindruckend, wie offen und frei du über Gefühle sprichst, aber ne, wenn man deine Historie natürlich auch heranziehst, Songs, die du früher gemacht hast in ganz jungen Jahren, die vielleicht problematisch, teilweise sexistisch waren, und dann die Entwicklung zu sehen, dass du jetzt ein Tape machst, das du deiner Frau widmest, weißt du, wo sie eine große Rolle spielt, wo du viel über Liebe rappst, das ist natürlich noch beeindruckender und ein krasses Beispiel auch für viele der jungen Generation und älteren Generationen gleichermaßen in Deutschland, im Deutschrap so. Safe. Es freut mich auch sehr, Bruder, wenn ich sowas höre von dir oder von Fans, weißt du. Ich lese mir auch Kommentare durch und wenn ich solche Sachen lese, Bruder, das macht mich einfach stolz, weißt du. Macht mich einfach stolz, weil ich mir denke, okay, das war gar nicht die Intention dahinter, als ich mich geändert habe. Ja, verstehe. Weißt du? Aber wenn man das dann im Nachhinein so liest und hört und von Leuten mitbekommt, das ist einfach sehr schön.
Da kann jeder sagen, was er will. Eine geile Sache auf der Platte natürlich, eine geile History, die sich weiter durchzieht. Enno ist auf dem Mixtape drauf. Ihr beide habt euch gefunden. Ihr habt einen richtig nicen Song gemacht. Das ist einer der Songs, wo diese West Coast-Referenzen von Psy wieder reinkommen. Auch einer meiner Lieblingssongs. Ja, das ist natürlich auch super, weiterhin mit Leuten Musik zu machen, statt diese negativen Vibes, lieber positive Vibes auf der Platte weiterzuziehen. Safe. Es ist einfach schöner, wenn man mit Leuten cool ist. Ja. Weißt du? Ja. Anstatt wenn man mit Leuten auf so eine ekelhafte Connection ist, oder so. Man beleidigt sich nicht, aber man mag sich nicht und man leidet sich nicht und man meidet sich. Und es ist einfach viel cooler, Bruder, Frieden zu haben. Weißt du, Frieden mit sich selbst, Frieden mit seinem Umfeld. Und Bruder, im Endeffekt, Enno wohnt hier 20 Minuten von mir entfernt. Weißt du, was ich meine? Wir kennen dieselben Leute, Bruder, so. Auf Dauer wird man sich sowieso immer wieder über den Weg laufen. Ist es dann nicht einfach besser, wenn man sagt, hey Bro, scheiß drauf, lass es hinter uns sein, lass uns cool sein, weißt du? Oder immer dieses Ekelhafte, Bruder, das ist nicht cool so. Und das hat jetzt nichts mit dem Mixtape zu tun, aber ich appelliere nochmal an alle Leute da draußen, wirklich, jeder von uns hat mal Streit mit jemandem, jeder von uns hat mal was gegen jemanden, aber glaubt mir, Leute, springt über euren Schatten und springt über euren Stolz und vertragt euch mit den Leuten, oder findet eine gesunde Mitte, weil Streit ist nie gut, weißt du? Streit ist niemals gut. Nicht für dein Herz, nicht für deinen Kopf, nicht für deine Seele und auch nicht für dein Umfeld, weißt du? Ist so. Jetzt sind da so viele persönliche Worte auf dem Album, viele positive Dinge auf dem Album. Du verarbeitest übertrieben viel, du kanalisierst diese ganzen Sachen, die dir in deinem Leben gut tun, wie Studio, deine Frau und so weiter. Trotzdem hört sich das Tape jetzt auch nicht wie Friede, Freude, Eierkuchen an, weißt du? Es sind trotzdem noch Sachen irgendwie, die dich bedrücken oder so, das Tape hat trotzdem so eine Grundaggression oder du bist immer noch so getrieben. So was ist es gerade, was dich motiviert oder was dich so pusht, aufs nächste Level nochmal zu gehen? Bro, dieses Tape ist, wie du sagst, voller Emotionen. Es ist kein Party-Tape, es ist kein Gute-Laune-Tape. So. Es ist einfach real und da sollten die Leute auch wissen, dass das Leben eines Rappers, eines erfolgreichen Rappers, nicht immer cool ist. Es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, weißt du? Es ist manchmal bitter, es ist manchmal aggressiv, es ist manchmal voll mit Hass, es ist manchmal traurig, es ist manchmal liebevoll. Mhm. Aber nicht alles ist immer cool, nicht alles ist immer so, wie es nach außen scheint. Bruder, Psy hat sich manchmal fast die Haare aus dem Kopf gerissen. Er hat gesagt, Junge, du kommst ins Studio, du bist 10 Minuten hier und du bist frustriert, Alter. Du kriegst eine Nachricht auf dein Handy und dein ganzer Kopf ist einfach, du kommst mit dem Lachen rein, kriegst eine Nachricht und du bist down. Du bist aggressiv. Mhm. Natürlich entstehen durch solche Momente auch Songs, aber manchmal entsteht auch dadurch einfach, dass ich einfach nach Hause gehe, Bruder, weil ich einfach denke, ich denke alle, was mache ich eigentlich? Ja. Bruder, für mich ist einfach nur wichtig, besser zu werden, präziser zu werden mit meinen Aussagen. Ja. Um ehrlich zu sein, Bruder, ist mein nächstes Ziel, hat gar nichts mit Musik zu tun. Mein nächstes Ziel ist einfach heiraten. Mein nächstes Ziel ist einfach heiraten und Familie gründen, weißt du? Ja. In der Musik, meine nächsten Ziele, ich will einfach nur da sein. Ich will einfach nur meinen Status, den ich gerade habe, ich will den behalten. Mhm. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, weißt du? So, wir haben über etwas geredet. Darüber werden wir noch reden. Mhm. Aber normalerweise bin ich mit meinen gesunden Zahlen, bin ich zufrieden. Ja. Weißt du? Ja. So, was will ich noch mehr? Weil wenn ich jetzt so 5 Nummer 1 Singles habe, Bruder, und wenn ich einen Song habe, der auf einmal Diamant geht, und dann werde ich meinen Kopf ficken, weil ich mir denke, geht es überhaupt noch weiter? Kann ich dieses Level halten? Aber das Level, was ich gerade habe, Bruder, ich will das einfach halten. Ja. Weißt du? Ja, verstehe. Alle anderen Wünsche, die man hat, Bruder, alle anderen Wünsche, die man hat, sind so noch ein Bonus. Das Wichtigste ist, Bruder, dass man gesund ist, dass man machen kann, was man machen will. Und das Letzte ist, Bruder, Seelenfrieden. Seelenfrieden. Diese Musik gibt dir alles Mögliche, Bruder, aber keinen Seelenfrieden. Weißt du? Den Seelenfrieden holst du dir dann anderweitig. So. Deswegen liebe ich auch meine Frau so sehr, weil sie mir den Seelenfrieden gibt. Diese Musik gibt mir keinen Seelenfrieden. Im Gegenteil, diese Musik macht meinen Kopf verrückt. Krass, Mann. Dieses Business, diese Leute machen meinen Kopf verrückt, die in diesem Business mitwirken, und, weißt du? Ja, ich glaube, das ist es eher, weil die Musik an sich, du rappst ja und du sagst ja auch, wenn du zu Psy gehst, das ist ja für dich
hat genauso eine ähnliche Wirkung manchmal in anderer Art und Weise wie mit deiner Frau so. Ja, ja, wenn ich sage die Musik, meine ich das Business. Ja, ja. Ich meine das Business. Ich meine nicht meine Musik, ja. Ich meine nicht das Musik machen, weil das ist meine Rettung. Das ist alles, was ich habe. Aber die Musikszene, die Branche und das Business an sich, das ist nur Kopfschmerz. Hm. Ja, kann mir keiner sagen, das ist ein Zuckerschlecken. Ja, voll. Weißt du? Voll. Und trotzdem, glaube ich, ist der nächste musikalische Step, also korrigiere mich, falls ich falsch liege, eine Person ist auf dem Tape nicht drauf. Dafür wird es, glaube ich, demnächst, falls es immer noch steht, Kollabo-Album mit Kalim steht an, oder? Auf jeden Fall, mein Bruder. Wie gesagt, also Kalim ist und bleibt für mich eine absolute Legende. Ja, Mann. Und wir klären gerade die ganzen Sachen hinter den Kulissen ab, wie das alles abgewickelt wird, hin und her. Weißt doch, Bruder, das ist... Ja, safe. Es ist ein bisschen komischerer Prozess, weißt du, aber... Es wird auf jeden Fall zustande kommen. Komme, was wolle, daran kann keiner was hindern. Und ich sage euch, dass dieses Album mit Kalim wird ein Meilenstein sein. Das wird auf jeden Fall ein Meilenstein sein. Und ich sage, dass dieses Album Leute inspirieren wird. Und die Zeit mit Kalim, darauf freue ich mich schon. Das wird einfach eine legendäre Sache, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Das wird kein Ding, wo ich sage, so im Nachhinein, ey, ich schäme mich für die Zeit oder ich schäme mich für das Werk. Nein, ganz und gar nicht, weil er ist ein riesiger Künstler. Ich bin ein großer Künstler und ein Künstler, der sehr viel Liebe im Detail hat. Weißt du, was ich meine? Und vor allem mit jemandem wie Kalim, glaube ich, gleicht das sich sehr, sehr gut aus. Und er nimmt Bavaire mit, weißt du, ich nehme Psy mit, das sind nochmal zwei sehr, sehr krasse Produzenten, Bruder. Ich glaube auch, dass DTP da mitwirken wird. Weil der DTP hat auch Beats, die sehr, sehr, sehr in diese Richtung gehen, in die Richtung, die wir gehen wollen. Ja, der hat bis um 3 gemacht, glaube ich, ne? Genau. Und Bruder, das wird was Legendäres. Weißt du, was ich meine? Überleg mal, wenn diese 5 Köpfe zusammen an einem Tisch sitzen, Bruder, und zusammen im Studio sind und Tag und Nacht arbeiten werden, da werden nicht nur legendäre Erinnerungen entstehen, sondern... Da wird doch ein legendäres Album entstehen, woran sich die Leute immer erinnern werden, Bruder. Ja. Mit Garantie. Safe. Geil, Alter. Ja. Nimo, vielen, vielen Dank erstmal für die Platte, Alter. Sehr, sehr wichtiges Album. Danke dir, mein Bruder. Danke dir. Vielen, vielen Dank, Alter. Vielen Dank für deine Zeit, Nimo. Bleib gesund. Wir sehen uns. Pass auf dich auf, mein Bruder. I love you. Ich danke dir, Bruder. Wir sind hyped auf Apple Music.